Hi Jungs und Mädels, schön, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Stefan Lammel ist hier zu einem Video allgemein über Saxophonen, welche Marke man spielen sollte, welches Instrument von den Saxophonen man spielen sollte, ob Mietkauf, Finanzkauf etc. Das will ich euch alles jetzt aus meiner Sicht, aus meiner Warte erzählen. Zunächst einmal, welches Instrument sollte man sich kaufen? Alt oder Tenor? Das sind die gebräuchlichsten Saxophone. Das kann ich nicht entscheiden. Das müsst ihr selber entscheiden. Das heißt, ihr solltet ausprobieren, was liegt euch besser. Das Alt ist ein bisschen kleiner, ein bisschen handlicher, klingt ein bisschen strahlender, ein bisschen feiner. Im Gegensatz zu dem Tenor, das ein bisschen größer ist, aber mehr Power, mehr Volumen hat, tiefer in den Frequenzen runtergeht. Das sind die ganz großen Unterschiede. Und ihr solltet, wenn ihr euch für eines entscheiden müsst, einfach beides mal vorher ausprobieren und testen. Am besten geht ihr vielleicht zu einer Blaskapelle, wo die Leute da spielen, wo die Leute da schon verschiedene Instrumente da haben. Fragt sie mal, ob ihr die mal in der Hand halten dürft und mal drauf rumprobieren könnt. Dann ist es wichtig, dass ihr natürlich einen Fachmann mitnehmt zu diesem Ausprobieren, der dann sagt, okay, das passt so oder das passt so. Es ist wichtig, dass man einen professionellen Spieler, einen Lehrer, einen Saxophonlehrer beteiligt, der dann euch die Tipps gibt, gerade in dem Moment, wo ihr die Sachen ausprobiert. Und dann entscheidet ihr euch selber, was euch selber liegt. Ich habe mich bis heute noch nicht entscheiden können, welches Instrument mir lieber liegt, ob das Altsaxophon oder das Tenor. Ihr seht es an den Videos, die ich produziere. Das ist unterschiedlich, mal Alt, mal Tenor. Also manchmal habe ich Zeiten, da spiele ich nur Tenor, weil mir der Klang so gefällt. Und dann gibt es Zeiten, da spiele ich nur Altsaxophon, weil es auch Stücke gibt, die für Altsaxophon wirklich auch schön zum Spielen sind. Manchmal schöner als wie Tenorsaxophon. Aber die Geschmäcker sind verschieden, das wisst ihr ja. Man muss es alles ausprobieren in Ruhe. Und der Tipp ist wirklich, sucht euch einen Fachmann, der euch dabei Hilfestellung gibt. Dann, welche Marke sollte man kaufen? Ja. Also es gibt bestimmte Marken, da liegt man nicht verkehrt. Als Anfänger würde ich jetzt nicht ein Instrument kaufen, das hochpreisig ist. Es gibt ja ab 5.000, 6.000 Euro, die Selmer sind da hervorzuheben, gibt es dann hochpreisige Instrumente. Als Anfänger genügt ein Markeninstrument. Und ich möchte schon sagen, dass ihr ein Markeninstrument nehmen sollt. Bitte kein asiatisches oder chinesisches. Es sei denn, euer Lehrer hat es wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Markeninstrumente sind zum Beispiel die Yamaha. Yamaha baut auch Motorräder, ich weiß. Aber es ist nun mal so, die bauen auch hervorragende Musikinstrumente. Ich spiele selber auf dem Tenor ein Yamaha-Instrument, zwar ein hochpreisiges, aber ich bin durch meine Schüler weiß ich, dass die auch im niedrigen Sektor auch sehr gute Instrumente und handliche Instrumente bauen, mit denen man wirklich auch gut anfangen kann. Yanagisawa wäre so eine Marke zum Empfehlen. Oder Keilwerk ist die nächste Marke. Also es gibt wirklich Markeninstrumente, auch Cannonball, das in letzter Zeit hervorgekommen ist, kann man kaufen, ist ein bisschen günstiger. Aber wie gesagt, nehmt euch einen Lehrer mit, der euch im Geschäft das Instrument präpariert. Es geht auch darum, welche Blattstärke man drauf nimmt. Meistens sind die Blätter, die einem das Geschäft, Musikgeschäft anbieten, nicht optimal. Ich sage für einen Anfänger so Blattstärke 2 von den Marken Rico oder Van Doren, da kann man auch nichts falsch machen. Sollte man am Anfang probieren. Wenn ich am Anfang überhaupt keinen Ton rausbekomme, dann die Blätter wechseln, ja. Wie gesagt, unter Stärke 2 würde ich nicht nehmen, das wäre zu leicht, da kommt kein Ton raus. So Stärke 2, später mal 2,5 mit den Anfängermundstücken. Das wäre mein Tipp zu den Marken. Und im Geschäft, überlasst es bitte nicht dem Verkäufer.
die Verkäufer im Geschäft haben nicht, meistens nicht dieses Wissen, was ein professioneller Saxophonspieler hat. Also es sollte unbedingt, wenn ihr ein neues kauft im Geschäft, ein Saxophonspieler eures Vertrauens mit dabei sein und das auch anspielen, weil manchmal sind auch die neuen Instrumente decken nicht so gleich oder aus irgendwelchen sind die nicht so hundertprozentig. Und ein gutes Fachgeschäft hat dann auch eine Reparaturwerkstatt, wo man das sofort richten kann oder einfach das nächste Instrument nimmt und schaut, ob das gut deckt. Und bei einem Gebrauchten ist es noch umso wichtiger. Ja, also manche denken sich, ich kaufe mir jetzt ein gebrauchtes Instrument für 400, 500 Euro und merken dann, sie kommen nicht zurecht. Ja klar, man weiß als Anfänger nicht, wie gut das Instrument ist. Auch gerade bei einem Gebrauchten, da muss ein Saxophonlehrer, ein professioneller Spieler her, der das vorher antestet. Sonst tut es ja euch keinen Gefallen, ihr spielt dann und es kommt kein Ton. Und man weiß nicht, liegt es an einem selber oder liegt es am Instrument. Und dann ist der Spaß gleich vorbei. Also die Gefahren bitte beiseite schieben. Und dann das nächste ist, das mit dem Instrument kaufen übers Internet. Auch wenn man sich ein paar Euro spart, ich gehe immer zu dem Geschäft meines Vertrauens, wo ich das dann auch mal zurückgeben kann und wo ich sagen kann, das passt mir nicht, da habe ich einen Ansprechpartner. Und ich zahle auch gern für diese Beratung oder die Möglichkeit, dass ich das problemlos zurückgeben kann oder was umtauschen kann. Und ich muss das nicht erst wieder verpacken, wegschicken und habe dann kein Instrument in der Zwischenzeit. Das kann euch in einem Fachgeschäft, im Musikfachgeschäft nicht passieren. Und da sollte man auch ein paar Euros mehr bezahlen. Mehr ist es auch nicht, es sind nur ein paar Euros mehr als beim Online-Verkauf. Mittlerweile halten sich ja alle an diese Online-Preise. Ja, also ich würde zum Musikfachgeschäft gehen und mich dort beraten lassen mit einem Saxophonlehrer. Beim Gebrauchten ja sowieso. Da muss einer dabei sein, der das anspielt und wenn das nicht gut deckt, dann muss man halt irgendeinen Preis ausverhandeln, dass es noch repariert werden kann. Aber das können die Anfänger nicht, das muss einer machen, der das kann. Ja, und dann gibt es doch die Möglichkeiten, soll ich das Instrument mitkaufen? Da gibt es also immer diesen Mitkaufangebote. Das ist nur dann sinnvoll, wenn ich das Geld für ein Instrument nicht habe. Was ich noch vergessen habe, ja, so ein Anfängerinstrument bei einer Marke, Yamaha, Yanagisawa, Keilwert, Cannonball, zwischen 15 und 1700 Euro kosten da diese Instrumente und die kann man problemlos nehmen. Ja, es gibt auch Jupiter-Instrumente, die sind noch ein bisschen günstiger, aber die sind alle in Ordnung und man kann alle drauf spielen. Preise zwischen 15, 16, 17, 1800 Euro selber in die Hand nehmen, verschiedenartig ausprobieren. Und beim Mitkauf ist es so, wenn ich das Geld nicht habe, kann ich das natürlich über Mitkauf kaufen. Bitte nicht überlegen, dass man das Instrument nach 6 Monaten zurückgeben kann, weil das ist psychologisch ganz schlecht. Man gibt kein Musikinstrument nach 6 Monaten zurück, das gibt es nicht. Also das sollte man nicht von vornherein nicht einplanen, weil dann ist der Misserfolg schon vorprogrammiert. Ja, das Einzige, was Mitkauf gut ist, dass man das finanzieren kann. Alles andere sollte man beiseite schieben, gerade für Kinder und Schüler, wo die Eltern dann das Instrument dann auf Mitkauf kaufen. Die denken sich, ja, wenn er den nicht übt, ja, man kann das Instrument ja natürlich zurückgeben und dann wird es auch zurückgegeben. Und dann hat man 6 Monate einfach umsonst bezahlt und hat man das und jenes. Der Junge oder das Mädchen hat keinen Druck bekommen, da ein bisschen zu üben, weil das muss man natürlich ein bisschen Druck dahinter geben, dass man übt, weil sonst wird das nichts. Es ist so, der Spaß kommt nur, wenn ich übe. Nur durchs Üben kommt der Spaß. Und da müssen die Eltern, wenn sie noch ein erziehungsberechtigtes Kind haben, das spielen will, dann müssen die Eltern diesen Druck einfach ausüben und vorher klären mit ihrem Sprössling,
du kriegst das Instrument, du musst aber so und so viel auch üben und du bleibst dabei. Du kannst dann nicht irgendwann aufhören. Man hört nur auf unter einer Bedingung, man ist krank. Dann kann man aufhören. Und Mietkauf würde ich also nicht machen, wenn ich das nicht unbedingt finanzieren muss, sondern ich würde das Instrument kaufen, weil dann ist der Preis, der Kaufpreis ist viel günstiger. Mietkauf ist immer erheblich teurer. Und es ist so, wenn wirklich mal der Fall kommen würde, dass ich das Instrument nicht mehr brauche, dann kann ich, wenn ich das Instrument gut gepflegt habe, nach 6 Monaten wirklich auch gebraucht verkaufen zu einem sehr guten Preis. Ja? Es gibt also viel Saxophone, gibt es immer Nachkommen, die unbedingt Saxophon spielen. Man bleibt auf einem guten Instrument nicht sitzen. Das kann man immer mit einem guten Preis, wenn man das gut gepflegt hat, weitergeben. Also, davon würde ich abraten. Ich würde das Instrument kaufen, wenn das von den Finanzen her passt. Und dann gibt es keine Fragen. Willst du jetzt noch weiter üben? Willst du jetzt aufhören? Das sind die falschen Fragen, sondern es gibt einfach nur, du spielst jetzt weiter. Es gibt bestimmte schwierige Zeiten, die Talsohlen muss man überwinden können. Ja, dann spielt er halt einmal ein Vierteljahr nicht, aber das Instrument ist da. Ja, und dann kann er irgendwann, fängt er wieder an. Das war bei mir genauso. Ich habe dann mal auch ein paar Monate nicht gespielt, weil mir das alles mit Schule über Kopf gestiegen ist. Mittendrin ist das Instrument da, geht man hin und spielt. Aber wenn kein Instrument mehr da ist, kann man auch dann nicht mehr spielen. Und ich sage euch, das, was man gelernt hat, das vergisst man nicht. Das kommt gleich immer wieder. Also daran kann ich euch nur empfehlen. Schön, dass ihr wieder bei mir da wart. Schreibt es mir in die Kommentarbox rein, in die Infobox oder wo auch immer, E-Mail-mäßig, was ihr noch wissen wollt. Ich gebe euch gern Antworten und natürlich abonniert mich. Ich bin Sportler, ich möchte so viel Abonnements haben wie nur möglich und möchte mich auch darauf euch einstellen, dass ihr mehr über das Instrument, über Musizieren erfährt. Das ist also mein Bestreben. Und ja, jetzt habe ich noch was für euch. Ein Stück, wenn ihr das erratet, wie das Stück heißt, ist ein bekanntes Stück, Saxophonstück. Dann habe ich ein Überraschungsgeschenk für euch, Jungs und Mädels. Ich sag schon derweil tschüss, servus, danke, dass ihr bei mir da wart. Bis bald, be cool. Hm.